Schön. Im Oktober 2013 bin ich unverhofft in den Rat gerückt, und zwar von Platz 19 der Reserveliste auf Platz 14 in den Rat. Ich denke, das ist meine definitiv letzte Ratssitzung. Und deshalb möchte ich sagen, was für mich in dieser Zeit, auch in der vorhergehenden Zeit, besonders wichtig war. Da ich schon seit langem in der Stadtplanungspolitik mich engagiere und auch in der Wohnungspolitik, denke ich, der größte Erfolg in den letzten 5 Jahren war der gemeinsame Antrag, der zum Handlungskonzept beschlossen wurde. Die größte Enttäuschung ist, dass man sich immer sehr ins Zeug legt, viele Anträge stellt. Welcher fällt mir denn da jetzt gerade ein? Also jetzt definitiv fällt mir jetzt gerade keiner richtig ein, aber dass wir in der Opposition sind und immer uns viele Gedanken machen, was wir politisch durchsetzen möchten, aber leider in der Opposition sind und die CDU und die FDP nicht mit uns stimmt, was man ja auch verstehen kann. Und das finde ich sehr schade. Deswegen hoffe ich, dass sich das bald ändern wird. Für die nächste Ratsperiode wünsche ich mir als allererstes Mal am 25. Mai ein gutes Ergebnis und dass wir eine tolle Oberbürgermeisterin bekommen.